Was muss ich tun, wenn ich meine EM-Rente weiter gewährt haben möchte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute neben mir stehen meinen Kollegen, meinen sehr geschätzten Kollegen, Herr Frank Weise, unser Spezialist in der Kanzlei rentenbescheid24.de zum Thema Erwerbsminderung. Und der Herr Weise wird heute mal ein paar Fragen zum Thema Erwerbsminderung und vor allen Dingen zu dem Thema, was muss ich tun, damit ich erfolgreich meine Weitergewährung der ablaufenden EM-Rente durchsetzen kann. Lieber Frank, sag doch einfach mal unseren Kunden ganz kurz mit ein paar ganz kurzen Worten, worauf es ankommt, was sie bei der Weitergewährung beachten müssen und was sie vor allen Dingen in der Zeit, in der sie die befristete EM-Rente bekommen, hier beachten müssen. Wichtig, liebe Interessenten und Mandanten, ist nach dem Rentenbescheid, ist vor dem Rentenbescheid. Bitte unterlassen Sie nicht regelmäßige Arztbesuche zur Mitwirkung bei der Besserung Ihres Gesundheitszustandes, Ihrer Leistungsfähigkeit. Nutzen Sie bitte die Angebote der Hilfsberufe, Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Bitte regelmäßig bei entsprechender Indikation auch Ihre Psychotherapie in Einzel- oder Gruppenform weiter wahrnehmen. Entsprechende Medikamente gegebenenfalls optimieren, Nachweise erbringen, wenn Sie stationär im Krankenhaus untergebracht werden, auch teilstationär Behandlungen stattfinden. Dies wäre wichtig. Sollte eine Verordnung zum Reha-Sport vorliegen, bitte auch hier für den Nachweis sorgen. Wenn Sie mit hohem Eigenanteil, damit meine ich finanziell, auch komplementäre alternative Methoden nutzen für die Wiederherstellung Ihrer Leistungsfähigkeit, bitte beachten Sie hier die Nachweismöglichkeiten, zum Beispiel für Heilpraktiker, Osteopathen oder andere Therapeuten. Natürlich auch Sanatorien und privat finanzierte Kuraufenthalte, ganz wichtig. Und abschließend natürlich, wenn Sie weitere Anstrengungen unternommen haben, sei es über die Arbeitsagentur, sei es über andere Trainingsmaßnahmen, um wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, bitte diese Bemühungen nachweisen, damit dann unsere Weitergewährung mit Ihnen zusammen oder auch, wenn Sie es allein durchführen, erfolgreich ist und die entsprechenden Nachweise dem Sachbearbeiter der Deutschen Rentenversicherung vorliegen, damit der schnell entscheiden kann. Denn Sie wissen, in jüngerer Zeit die Problematik Corona mit sehr viel Erkrankten und Spätfolgen wird es nicht einfacher machen, eine Weitergewährung der bisher erzielten Rente durchzusetzen. Wir erleben im Tagesgeschäft viele Nach- und Neubegutachtungen, gegebenenfalls auch nochmal Angebote der Deutschen Rentenversicherung zum Rehabilitationsaufenthalt. Bitte beachten Sie dies alles und nutzen Sie gegebenenfalls unsere Beratungsleistung, damit die Weitergewährung Erfolg hat. Ja, herzlichen Dank, Frank, für diese wunderbare Information. Meine Frage noch zum Abschluss. Wie stehen denn eigentlich aus deiner Erfahrung heraus die Chancen, dass, wenn ich mich jetzt gut verhalte, während ich eine befristete EM-Rente bekomme, ich also zum Arzt gehe, ich mich therapieren lasse, ich auch Kontakt zu meinem Arzt halte, der mir auch gegebenenfalls im Rahmen der Erkrankung und der therapeutischen Maßnahmen und auch der Medikamentengabe sagt, du pass auf, es sieht so und so aus mit dir. Wie sieht die Chance aus bei einer Weitergewährung? Habe ich dann gute Karten, die EM-Rente zu bekommen? Oder wie ist das aus deiner Erfahrung, was passiert, wenn ich überhaupt nichts mache? Also wenn ich sozusagen die Zügel schleifen lasse während der befristeten EM-Rente. Also es ist schon ganz wichtig, dass Sie dann möglichst mit Ihren behandelnden Ärzten, Therapeuten offen reden, an Ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Und wenn es nur für eine bessere Alltagsfähigkeit, Eigenversorgung nützt, dass Sie schlichtweg noch Restlebensqualität behalten. Gerade heute habe ich eine Weitergewährung versandt. Die Dame hat also außerordentlich gut dokumentiert ihre umfänglichen, auch aufgrund der vielen Krankheitsbilder, umfänglichen Behandlungen, die sie absolviert hat, sowohl mit hohem Eigenanteil, also sprich eigenen finanziellen Mitteln, als auch natürlich die klassisch angebotenen Dinge. Hier gehe ich von aus, dass dieser Antrag auch aufgrund der Schwere der Erkrankung und der fehlenden Besserungsfähigkeit durchgeht.
und die Weitergewährung ohne Probleme genehmigt wird. Ich sehe eher hier schon, dass sie entfristet werden müsste. Im Gegenzug hatte ich in der letzten Woche eine Dame, die tatsächlich, wir könnten sagen, wenn es nicht so despektierlich klingen würde, sich totgestellt hat in den letzten beiden Jahren, vielleicht mal zum Hausarzt gegangen ist wegen einer Erkältung, aber mehr nicht getan hat. Keine Therapien waren zu erkennen. Es war auch nicht zu erkennen, dass der Nervenarzt entsprechende Anpassungen vornahm. Er hat sie also 36 Monate ungefähr gar nicht besucht. Also das wird der deutschen Rentenversicherung in jüngerer Zeit auf jeden Fall komisch aufstoßen. Wie gesagt, Begutachtungen drohen gegebenenfalls, wo man doch sehr aufgeregt ist, vielleicht auch ein falsches Bild seiner Erkrankungen dann anbietet. Oder auch eine erneute Reha-Behandlung, weil man den Gesundheitszustand gutachterlich aufklären will und bessern will und sagt, ja, die kann ja wieder arbeiten und oder der und entsprechend die Weitergewährung dann mindestens 1 oder 1,5 Jahre erkämpft werden muss oder gegebenenfalls nicht wieder erreicht wird. Ja, super, lieber Frank, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das hat mal wieder vielen Leuten oder wird vielen Leuten helfen, die tatsächlich eine befristete EM-Rente bekommen und dann auch vor der Weitergewährung stehen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, Fazit. Erstens, wenn Sie eine befristete Erwerbsminderungsrente bekommen, ich glaube, Frank wird immer nicken, gehen Sie bitte zum Arzt, lassen Sie sich therapieren, nehmen Sie Ihre Medikamente ein, fragen Sie auch ab und zu mal Ihren Arzt, wie es um Ihre Erwerbsfähigkeit aussieht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, ob und wie die Weitergewährung aussieht. Und sprechen Sie vor allen Dingen auch mit Ihrem Arzt ab, dass Sie eine Weitergewährung anstreben und dass er auch dann weiß, dass die Befundberichte, die er ja ausfüllen muss, dann letzten Endes auch bald zu ihm kommen werden und dass hier dann auch die Kreuze an der richtigen Stelle gesetzt sind. Meine Damen und Herren, das war ein wunderbares Video mit meinem lieben Kollegen Frank Weise zusammen. Übrigens gerichtlich zugelassener Rentenberater, sind wir alle sehr, sehr stolz drauf. Näheres zu diesem Thema, zum Thema Erwerbsminderung, finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und natürlich Kollege Frank Weise.